Radiant Team Ban. Radiant Team Ban. So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Dota 2 Asian Championship 2015 im Lower Brackets Final zwischen EG und Team Secret. Hier entscheidet sich, wer ins Grand Final kommt und wer in Anführungsstrichen nur den dritten Platz bekommt, was auch schon viel cooler ist. Dieses Mal nach knapp 9 Stunden Stream habe ich jemanden bei mir. Das ist Hustler. Hallo. 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 Und dann wird es nicht so einseitig und außerdem werde ich schon ein bisschen müde. So. Tja, das Game geht los. Die Bans sind unterwegs. Wir haben von Team Secret den First Respect Ban an Sumail mit dem Storm Spirit. Wir haben von EG den Respect Ban an Puppy mit dem Chen. Und außerdem halt Arteezy's Shadow Fiend ist raus und Universe's Batrider ist raus. Also die ersten 4 Bans schon schön Respect Bans. Und jetzt kommen wohl die Standard-Cores, oder? Ich gehe fest davon aus, ja. Ja, wenn wir mal schauen, also ich meine, es ist ja immerhin schon bekannt, dass in großen Turnieren, wie zum Beispiel International oder ESL oder jetzt auch Dota Asia Championship, zum Schluss dann doch ein paar Taktiken rauskommen, die man so noch nicht gesehen hat, weil die Teams sich das vielleicht aufheben. Man weiß es immer nicht so genau. Kann also sein, dass hier auch was völlig Überraschendes kommt. Das ist ja die Frage. Weil andererseits spielst du da genau das, was du kannst. Aber EG, aggressiv vorgelegt, Lycan und X. Okay. Das soll ein schnelles Spiel zu Ende werden, oder? Das ist meine Ansage. Ich denke mal, also der X wird halt die Creeps pullen, der Lycan wird hinten pushen. So ist der Plan von EG. Ja. Ja. Mal gucken, was Team Secret dagegen tut. Ja, wird eine schöne X-Offlane mit Creep-Skipping wahrscheinlich. Lycan wird farmen. Ist ja die Frage, ob sie jetzt noch die Tri-Lane zu Lycan stellen. Ob sie, keine Ahnung, mit Aggressive gegen X gehen. Oder ob sie Roaming-Supports picken. Aber erstmal schon mit dem Medusa gegen Team Secret. Ja, Secret will diesmal farmen. Dachte sich, okay, EG wird es schnell machen. Das heißt, wir machen es langsam anscheinend. Ja, Team Secret muss halt jetzt schauen. Also mit Lycan und X ist es natürlich schon sehr, sehr Early-Game orientiert, was hier vorgibt, und Team Secret wird sich sicherlich jetzt denken, okay, wir können dagegen halten, wir müssen nur das picken, und das werden sie jetzt versuchen durchzukriegen. Und Medusa hat dann natürlich zum Schluss auch so ein Held, der gegen Lycan, der ja einfach nur auf den Gegner drauf rennt, immer ein super Pick, ne? Ja. Und ja, müssen gucken, was bannt EG jetzt, was kann Team Secret dann noch picken. Ich denke mal, vielleicht eine Windrunner. Windrunner, ja. Windranger heißt sie jetzt. Nein, Windrunner heißt sie. Sie ist und bleibt Windrunner. Genauso wie die Mask of Death immer noch Mask of Death heißt. Naja, keine Ahnung. Aber wie du schon gesagt hast, Medusa ist auch ein ziemlich guter Pick eigentlich mit dem Stonegaze dagegen, gegen die Lycan Minions. Wenn sie alle eingefroren werden, Split Push hilft halt auch. Mit der Wave halt recht wenig Armor für die ganzen Minions. Dann kann man halt auch schön mit der Snake und mit dem Split Push depushen. Und sie haben halt jetzt die Versicherung fürs Late Game einfach mit der Medusa. Und können rein theoretisch, je spät es noch geht, sogar noch gegen Mega-Creeps irgendwie klarkommen. Genau. Ich denke mal, das wird noch der Plan sein von Team Secret. Muss man halt jetzt schauen, dass sie sich nicht alle Helden, die sie dafür brauchen, wegbannen lassen von EG. Und EG muss natürlich schauen, was machen sie jetzt, wenn es doch nicht reicht im Early Game. Ja. Wir müssen jetzt halt irgendwie so eine Rückfallversicherung fürs Late Game picken und halt gleichzeitig gucken, dass Team Secret... Ja, dass sie da halt nicht irgendwas so krass Midgame-lastiges picken, dass sie halt einfach durchs Midgame kommen und die Medusa dann anfangen. Magnus ist auch schon ein guter Ban. Midgame ziemlich gut und das Empower auf der Medusa macht natürlich einiges in Damage. Vielleicht werden wir hier auch so in die Richtung mal wieder Ogre oder sowas sehen. Oder halt der Witch Doctor einfach nur, dass Medusa halt ein bisschen unterstützt wird. Halt auch von den Supports. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier vielleicht Iphigenius vielleicht noch einen Venomancer pickt. Als Core. Der dann halt pusht. Hm. Alles möglich. Ja, viel. Spielt ihn ja gerne. Ja. Aber das würde halt bedeuten, dass Lycan in der Mitte von Sumail gespielt wird. Und das ist zumindest so ein Held, glaube ich, der Sumail nicht liegt. Und ich weiß ja nicht, ob Sumail den schon mal gespielt hat. Das ist ja halt die Sache. Sie spielt halt eher mobile Helden. Aber auch ein Tinker ist noch drin. Wenn sie halt wirklich mit Game-orientiert gehen, ist ein Tinker durchaus vielleicht ganz gute Sache. Oder eine Quirp, aber die ist schon raus. Puck ist ja auch noch drin, von daher.
überhaupt gebannt von Team Secret? Na gut. Müssen jetzt gucken, dass... Rein theoretisch könnte Evil Genius auch noch hier Enchantress picken. Ja, durchaus. Wenn Shen gebannt ist. Aber gleichzeitig Secret könnte halt auch noch jetzt mit dem Enigma nachhängen. Und dann haben sie definitiv das Late Game und haben halt auch immer die Chance für ein Black Hole, sodass EG halt nicht komplett reinrennen können. Dass halt immer noch das Black Hole im Hintergrund ist, sodass sie halt nicht komplett ja, committen gut, können. Ja gut, aber man kann ja noch einen Rubik dagegen picken, oder? Ja, ja. Aber... Also sie bannen tatsächlich Enigma. Ja. Ja, ist halt auch... Also in den Händen von Puppy ist Enigma halt wirklich, wirklich böse. Ja, und EG gehen Full Push. Jetzt noch den Heal vom Witch Doctor dazu. Mir würde nicht überraschen, wenn jetzt eventuell sogar ein Juggernaut noch kommen würde. Like in Mitte und dann Juggernaut mit dem Healing Ward. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Sumail eher einen mithelden will, den er hat. Hätten wir aber eher Ancient rausbannen sollen. Pushen wollen. Könnte sein, dass dem Secret jetzt Ancient Version pickt. Ja, das kann auch sein. Den Heal zu verhindern. Ich meine, die ist ja noch drin. Ja. Und ist auch gut im Nepush, gut im Verlangsamen. Mit Venge kann man da auch sehr gut im Early Game ganken gehen, ne? Na, Earthshaker ist auch gut im Depush und besonders halt gegen diese ganzen Minion-Armies von Lycan ist halt Earthshaker ein ziemlich guter Counter. Das hatten wir im ersten Game zwischen, was war das, EG und Vici gesehen. Wo halt Vici auch mit dem Earthshaker halt ziemlich stark Probleme für 4 auf dem Lycan gemacht haben. Heute nach dem 4, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hab eigentlich erst eingeschalten. Ja. Also vor 2 Tagen. 2 Tagen habe ich erst geguckt, weil ich 4 arbeiten musste, deswegen konnte ich nicht alle Spiele verfolgen. Ja, nee, heute Morgen um 4. Aber es. Heute Morgen? Ne, heute Morgen war ich noch nicht munter. Nee. Ja, nee. FY Earthshaker hat halt Lycan halt ziemlich Probleme gemacht. Haben auch mit dem Echo Slam halt. Das habe ich dann leider. Ziemlich gut gegen Lycan durch sich durchgesetzt. Gut. Übrigens nicht alle Bilder. Nur den Lycan und den Earthshaker. Die anderen Bilder sehe ich nicht. Okay. Mal gucken, wie es in-game ist. Ja, EG braucht noch eine Mitte und braucht noch einen Support. Sumail hat im Interview gesagt, dass er halt hauptsächlich eigentlich die Helden bekommt, die er requestet. Dass er halt PPD fragt, dass er die und die den Helden picken wird. Von daher glaube ich hier auf jeden Fall, dass es entweder ein Pack für Sumail wird oder irgendwas Richtung Tinker. Auf jeden Fall halt irgendwas, was ein Sumail-Held quasi wird. Tinker irgendwas, wäre was sogar Impact hat. Ziemlich, ziemlich gut für EG. Tunker? Mit dem, oder was? Mit dem. Welchen Helden meinst du? Tinker wäre ziemlich gut ja, jetzt Tinker. Für EG. Ja, Tinker, okay. Und Secret instant mit der Brutmother hinterher. Weil. So. Er haut halt seinen Schwarm rein und. Sein Marsch meine ich, nicht sein Schwarm. Seinen Marsch und Lycan pusht halt vorneweg rein, ne? Ja. Ja, Skywrath Mage. Blutmutter ist interessant. Zum Axe dazu, zum Call. Ist ganz guter Disable dafür. Und sie haben jetzt auch einen Silence. Und Möglichkeiten halt mit dem Earthshaker vielleicht zu dealen, Vengeful Spirit. Alles Helden, wo ein Silence ziemlich gut ist. Aber Blutmother. Interessant. Keine Ahnung. Vielleicht nicht Brutmother into X. Aber könnte natürlich ja auch auf den Lycan einfach draufspringen und ihn missen lassen, ne? Den Passiv. Ja. Ach, halt gegen X. Also wenn die Spider-Links irgendwie ein Problem haben und dann kommt halt X rein, callt und dann ist alles tot. Ja, das stimmt. Es spinnt halt in irgendwie 5 mal pro Sekunde oder so. Ember Spirit Bun, so. Und halt ja, irgendein aktiver Held von Sumail wird es jetzt sein. Razor wird es nicht sein für Team Secret. Und ja, Secret braucht entweder noch eine Mitte oder stellt er die Medusa in die Mitte. Je nachdem, was jetzt EG für eine Mitte pickt. Und ob Medusa da wahrscheinlich gegenstehen kann. Der Draft hier von EG besser im Moment. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Brightmother und tatsächlich der Tinker. Ja. Tinker, ja. Genau, ein aktiver Held. Den Sumail mag. Damit ist eigentlich, sind eigentlich die Spider-Dinge von der Brutmutter gegen X, gegen Tinker, die sind halt, ja. Nutzlos. Irgendwie nicht so gut, ja. Muss halt aufpassen, dass sie nicht im March verliert, dass sie nicht im Call verliert. Irgendwo wird er sie verlieren. Entweder der Tinker pusht allein gegen Brutmutter oder X geht halt runter und dann kommt noch ein Skywrath-Match dazu. Einerseits hat Tinker halt auch ein kleines Problem gegen die Brutmutter selber. Beim Netz kannst du halt außerhalb, doch irgendwie außerhalb der Marches von fast kommen.
und dann halt auf den Tinker gehen. Aber müssen wir schauen. Auf jeden Fall der Pakt noch von Team Secret, dann wahrscheinlich für die Mitte. Artesi, oh, Medusa, ja. Oder? Oder nimmt doch Artesi das in die Mitte und Artesi hat Medusa. Vor. Ja, ja. So die Frage, letztes Game war Artesi halt auch auf der Safe Lane. Vielleicht swappen sie es rum. Mal schauen. Sei Broodmother. Wird auch. Muss mal schauen, ob das mit dem Rauschen geklärt kannst. Aber das sollte eigentlich das Grundrauschen des Mikros sein. Rauschen? Und, wer rauscht? Du. Ich. Ja. Aber. Nein, halt nicht immer. Hört man nur das? Halt so dieses. Das Mikrofon macht halt ein klitzekleines Rauschen halt schon rein. Aber ich weiß nicht, ob das. Ob du das wegbekommst, bin ich mir nicht so ganz sicher. Irgendwie immer nur beim Casten so. Okay. Na gut, dann geht's halt auch ziemlich schnell jetzt schon los. EG aggressiv in den gegnerischen Wald, angeführt von 4, wieder auf dem Lycan Universe Offlane oder Solo Lane. X PPD übernimmt den Witch Doctor, Smail auf dem Tonka in der Mitte und zu guter Letzt Aoi 2000 auf dem Scarif Mage, der vielleicht sogar einen Rod of Aoi baut hier, um dem Item mal wieder seinen Namen zu geben. Dann haben wir die 4 Helden von Secret, die 5 Helden von Secret, die schön im Nirune sind. Wir haben Sai halt auf der Offline Broodmother. Puppy übernimmt die Venge. Kuro wieder auf dem Earthshaker, der tatsächlich die paar letzten Games schon eine ziemlich gute Performance hatte. Artesi, die Medusa, wahrscheinlich dann in Safe Lane Mitte. Nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall erst vor eigentlich mit seinem Signature-Pack. Kann ihn wahrscheinlich überall hinstellen. Ist halt S4 auf dem Pack. Aber. Finde ich interessant, also Pack wurde ja in dem Turnier nicht so häufig gespielt, aber S4 hat ihn doch öfter bekommen als alle anderen, ne? Fiat Artesi, Shots fired. Na, Secret. S4 musste aufpassen, ja. Aber ja. Kommt er doch recht einfach weg. Was macht er denn da? Packt da ein bisschen an dieser Ecke rum, naja. Untergehen wahrscheinlich. Ja. Muss außerdem gucken, wenn wir halt beide Spectator-Modus sind, dass wir halt irgendwie, wenn ich pinge, siehst du das nicht. Nee, das stimmt, ja. Und ein Zeichen bringt halt auch nichts, aber ja. Dann muss ich eben meine Stimme öfters benutzen. Mit Antoka. Top-Bot. Mhm, und genau. Papi und Kuroki beide oben. Jetzt kommt S4, geht noch hoch. Ah, ist anscheinend. Ne? Ist interessant. Aber klar, sie haben Sai runtergestellt und machen jetzt einen Akro-Try mit S4 als Farmer. Aber EG hat keine Sentry Wards. Noch nicht. Switchen jetzt aber gleich nach oben. Und tatsächlich Solo 4 gegen Broodmother. Ich weiß nicht, ob das so gut läuft. Aber zumindest die Mitte läuft halt auch ziemlich gut fürs Mail. Mit dem Laser hat er da eigentlich keine Probleme gegen Medusa. Kann halt immer die Last Hits verhindern. Und sollte eigentlich in der Mitte eine ganz gute Lane haben. Artesi hat 2 Last Hits. Ja. 4 Last Hits gegen 6 Last Hits von Smail. Und dann mit dem Laser wird es schwierig zu Last Hitten, aber der Laser ist auch recht schnell vorbei. Ja. Auf der Top-Lane. Tja, X und PPD. Bringt den Artesi. Oh. Ja, ja, die Mitte wird sehr hart für Artesi. Wird da nicht viel Spaß haben, muss halt prinzipiell warten, bis Tinker seine Boots hat und dann runter geht, um halt irgendwie wirklich zu farmen. Er sollte sicher sein, aber er kann halt auch gegen Sumail selber sterben. Muss halt aufpassen. Das ist auf jeden Fall nicht der klassische Artesi-Held, leider. Und halt nicht wirklich ein even Matchup. Obwohl Sumail ja, da doch im Interview gesagt hat, am besten bis jetzt. Ja. Lycan hat halt aber auch Freefarm. Broodmother kann er halt nicht contesten. Nee. S4 ist ähnlich, aber hat halt immer noch eine gewisse Gefahr, dass er da Dinge bekommt und muss unterm gegnerischen Tower teilweise hin. Und ein Pulver ist passiert. Ja, Double Damage. Steht da, wird aber gesehen von dem Ward. Ja,
Ja, außerdem muss halt trotzdem. Atisi hat einfach nur aufpassen, weil. Das kann halt sehr schnell. Jetzt haben mit sie dem unten Sentry Ward. Ja, wird halt sehr schnell von Smail. Wenn die Rockets kommen, wenn der Laser kommt, kann das auch sehr schnell in die andere Richtung gehen. Ich weiß nicht, warum Kuroki jetzt da so lange steht. Naja, prinzipiell lief die Lane halt einfach nur gut für Sumail, da musste nicht rauskommen. Und das hat ihn vielleicht verwirrt, weil er dachte, vielleicht ist er da doch kein Sentry. Oder kein Observer. Ja, PBD versucht den Block, den Pull. Aber, na, kommt ihn tatsächlich, so wie es scheint, hin, aber Happy zieht runter. Schön gemacht. Tja, wir haben noch kein Festblatt. 3 Minuten drin. Okay. Doch sehr passiv. Atisi überlebt die Mitte. Noch. Sei, kommt auch ganz gut klar. Level 4. Kriegt halt seine Levels da. Ja, man muss auch sagen, dass Idee tatsächlich noch keinen Schaden unten am Tower gemacht hat. Also Sei spielt das auch sehr, sehr gut. Ja, fand ich sehr gut. Hm. Ja, ich glaube, mal wieder Creeps zu holen, damit EG hier überhaupt nicht pushen kann. Ja, aber jetzt Secret finden hier Universe im Jungle. Oh oh. Stun kommt raus, der erste Hand, und ja, das wird eine Easy Fischer. Schöner First Blood von Puppy. Ja, ja, haben sie halt Ward hier mit der Ward. Ja. Also wir wussten es ja von Anfang an. Ja, mit der Ward haben sie schöne Rotation gemacht, und es war leider Nacht, gerade Nacht geworden, quasi 4 Minuten. Und da konnte prinzipiell Universe nicht sehen. Hast du auch schön die Nacht ausgenutzt. Ja, konnte es nicht. Und jetzt pusht Broadmother hier unten doch schon rein. Ja, aber jetzt ist Universe unten, ne? Er hat jetzt geswappt. 4 wird wahrscheinlich gut gehen, genau. Oder ein Wald. Und ja, Universe ist wesentlich besser gegen die Broodlings. Und wir sehen auch schon Seite. Jetzt könnte vielleicht doch der ein oder andere Fight passieren, weil ich meine, hier muss ja jetzt farmen, und der ist genauso ein Melee wie Universe mit seinem Axe. So, weiß nicht, ob die Rotation jetzt so gut war für EG, dass sie dadurch die Lane-Phase eigentlich nur noch in der Mitte gewinnen können. Ja, das ist ja die Sache jetzt. S4 kann halt jetzt gut Harrison noch ein bisschen was machen, aber wenn Sei hier gut mit seinem Spider-Wing arbeitet, dann kann auch Universe wenig machen. Sollte er die Spider-Wings quasi nicht benutzen. Oder halt oder aufpassen, dass der Call nicht rauskommt. Schicken. Aber jetzt kommt der Call raus, genau. Call, da verliert er ziemlich viel. Ja. Das, was wir gerade angesprochen haben, macht Sei dann irgendwie. Ja, komisch. Also okay, es ist jetzt obvious, aber kriegt er noch die Spins und muss halt richtig aufpassen. Ja, ja. Wenn er bei Level 6 ist, kann er schnell mal danken. Bevor er ins Invis gehen kann. Ja, aber Sumail fängt jetzt ja auch mit dem March-Spam an. Hat den March hochgeskillt, und da wird halt schwierig da. Wird schwierig für Atisi irgendwas zu bekommen. Kriegt jetzt immer die Rune im Top. S4 macht oben einen Go. 2 Punkte auf den Laser gesetzt. Radiance Middle Tower is under attack. 2 Stück. Die Tonker nicht so oft. Gut, Miss Rate geht nicht hoch, aber halt der Burst. So, wegen dem doppelten Schaden, ja. Fehlt halt besser. Ja, na gut, okay. 80 Schaden zu 160 ist halt doppelt, ne? 100. Beim Marsch halt gar nicht so, ne? Ja, besonders halt auf Level 3 schon. Nicht. Auf Level 3 ist es halt doppelt Damage halt wirklich noch viel. Und dann bringt es wahrscheinlich auch was. Außer mit 160 kann man halt auch last hitten, ne? Mit 80 Damage kannst du halt mit dem Laser nicht last hitten. Gut, es ist pure Damage, ne? Also es geht schon. Ja, gut, okay, ja. Muss man auch beachten. Ja, Papi und Kuro sind wieder unterwegs in den Jungle, aber finden erstmal nichts. Und wollen da vielleicht noch nicht weiter hingehen, aber Papi hat sich kurz vorgestellt, eventuell die Rotation in die Mitte zu machen. Aber relativ wenig Last jetzt hier auf ATZ, also er hat echt keine gute Mitte. Kann er dort nicht so viel tun. Einmal muss er dir aufpassen im March. Ja, einmal vor oder zweimal Stats gespielt? Einmal Stats gesehen. Wer jetzt? Atisi. Ah. Wahrscheinlich. Was ist das? 1, 2, 5. Ja, 2 mal Stats. Einmal. 4 Punkte auf Snake, 1 Punkt auf Schild, 2 Punkte auf Stats. Aber
Wir haben Wraithband plus 3. Beide Sticks ja, plus 3. Und er hat aber plus 7 auf Stärke. Ja, aber der hat noch 2 Iron Branches. So. Hat er plus 5. Gut, er hat sich den Skillpunkt aufgehoben. Gut. Und die ist Skill. Ja, oder erklärt. So. Ja, das sieht man ja auch nicht in der Spectator-Variante, ob da noch ein Skillpunkt fertig ist. Ja, der Ping auf Aoi. Bam, jetzt kommt der Stun. Sai ist da. Ulti noch nicht da. Versucht jetzt den Gau zu machen, aber kommt nicht ganz raus. Super. Kriege noch down 2 zu 0 für Secret. Ja, das ist ein relativ langsames Spiel, muss man hier sagen. Ja. Oh, ist jetzt unten. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schnell, wenn Axe einen Blinkdagger bekommt. Und auch wenn 4 irgendwie das Fladers fertig hat. Beide Teams wollen sich hier irgendwie aus dem Weg gehen mit ihren Helden. Godmother hat gemerkt, gegen Axe kann sie nichts machen, geht also hoch, holt sich noch einen Kill. Ja. Jetzt steht Axe wieder unten gegen S4, wo er vorhin ebenfalls schon Probleme hatte. Oh, der Go auf 4. Oh, wunderschöne Fische. Aber, ja, gut. Da wird er nicht wegkommen. Das Problem ist ja doch cool, wenn ich wegkomme. Er könnte jetzt tatsächlich noch drauf gehen. Nee, aber da kommt der Go weg tatsächlich. Ich weiß nicht, warum er da zurückgegangen ist. Wahrscheinlich, weil er die TPs geforst gedacht hatte. Wenn dann ein Papi reinkäme, vielleicht, und er halt wirklich weit hier draußen, weit halt in Richtung Radiant Tower gegangen wäre, wäre das Ulti weg, er würde gestunt werden und dann käme er vielleicht nicht mehr zurück. Sehr viele Spinnen da oben. Ja. Und Sai. Ja, pushen halt in Tower. Und diese 5000 Spinnen auf einer. Holt er den Tower wahrscheinlich knapp über die Deny Range raus und dann. Ex hat und dann sein Dagger. Sind die ja wirklich gerade zu dritt im Dire Jungle? Also irgendwie jeder ist am Farmen. Jetzt sind beide hoch. Supports. Oben der erste Tower ist gefallen. Jupp. Für Team Secret. Ja, mit der Broadmother sehr schnell pushen, aber mit Lycan kann sich das auch sehr schnell umdrehen. Das stimmt wohl. Die T1 Tower. Und aber jetzt Ex hat seinen Dagger. Jetzt wird's 10 Minuten. Jetzt wird es interessant, mal schauen, wo die erste Rotation hinkommt. Wahrscheinlich auf Richtung Broodmother. Team Secret weiß es nicht und ich denke mal nicht, dass sie unbedingt damit gerechnet oder damit rechnen. Ja, aber da, oh, boah, Paul, nicht ganz auf alle Spinnen. Aber das sollte eigentlich reichen. Sei, da kommt der Dank, ja. Nummer 1. Aber immerhin, kriegen Return Kill, Sai holt sich PPD in der Zwischenzeit in diesen ganzen. Ja, mit den Spinnen, nur mit den Spinnen. Ja. Hui, die Spinnen sind so schnell und spielen mit dir nur was. Aber der Call trifft alle. Oh. Ja, da war. Hat dafür zu viel Spaß gehabt. Sei, war doch nur noch mit den Spinnen da, um Spaß zu haben. Hätte auch die Spinnen einfach wegfahren können. Wäre ganz klar gewesen. Zu viel Spaß gehabt. Und alle Spinnen sind da. Badlimp. Mal schauen. Rotation in die Mitte kommen von beide Seiten. Papi rotiert, kein Mana. Koro rotiert, hat Mana. Oh, zu spät. Er kommt trotzdem noch raus. Ganz knapp zu spät. 4 finden sie auch noch, zumindest wissen sie, wo sie ist. Und ja, Smail mit den Mana, mit den BOTs, mit Soul Ring, mit Bottle, kann jetzt halt anfangen, Tinker-Dinge zu tun. Latifi holt jetzt langsam auf mit seinem Farm. Ja, jetzt hat er die Lane für sich. Aber Tonka ist online. Mal schauen, wie weit er da wieder vorgehen können. Müssen halt auch beachten, wenn du den Last jetzt mal anguckst. Okay, der Networth spricht das nicht so wirklich nieder, aber die Last Hits sind halt schon weit auf EG. Das liegt aber zum einen bei Axe an den Spinnen und bei Tinker, naja gut, an den March-Spams und ja, bei 4 halt auch, glaubt sich hauptsächlich generell wegen dem Dschungel und den mehreren Creeps, die da sind. Interessant, ich denke mal, Orshan zu holen ist genau das, was Secret hier wahrscheinlich auch will. Also sie wollen vielleicht, dass 4 hier früh Roshan holt, damit sie dann einfach weiter pushen können. Ach so. Sei es gedacht, aber ja. Oh, Universe. Sieht hier Universe, aber kommt gerade so raus, der Call. Nicht fehlgeschlagen, jetzt hat 4 ein großes Problem, aber die Spinnen will er da nicht committen. Da wäre halt auch Universe wahrscheinlich wieder da gewesen. Aber schöne Feature im Prinzip generell von Kuro, dass er da halt quasi sehr. Das war halt sehr knapp doch. Das hätte durchaus in die Hose gehen können.
Für EG. Jetzt kommt es wieder. Sei versucht es mal alleine. Oh. Aber muss ja aufpassen und Mystic Flare direkt. Astral Flare. Ne, Mystic Flare so. Direkt down, direkt der nächste Chop. Ja. Jetzt hier PBD in der Mitte könnte von S4 gekillt werden. Ja, muss er schauen. Artisi ist halt auch da. S4 bereitet sich drauf vor. Aber Rotation kommt. Sehen halt auch, dass Universe da ist. Aber. Und dann. Das kann nicht so weit springen. Ja, ja. Außerdem, sie wissen halt, dass Universe lauert. Und bis dahin werden sie halt da nichts tun. Puppy kriegt auf der Bottomlane Space, bringt ihm halt nicht so viel. Ja, Tizi kann halt farmen, okay. Aber prinzipiell ist das Game jetzt erstmal das Momentum in der Hand von EG. So Mail macht's und Universe auf dem X. Ja. Ja, das Vor verschwendet hier recht viel Zeit. Kann halt irgendwie gerade nichts machen. PBD steht hinter dem Tower. Ja, verstehe ich auch nicht. Den Gangpunkt, die Lanes weg. Er will halt irgendwie hin, aber er kriegt es nicht hin. Papi zeigt an, da ist 4, den wollen sie haben. Ja, okay, gut. Drunter. Jetzt PPD hat ihn gesehen, jetzt wissen sie es auf jeden Fall, dass er S4 da steht. Hm. Recht viel Verteidigung auf die Mitte hier von EG. Aber ja, die Würfe werden ihn halt komplett chasen. Setzen den Blinkdagger auf Cooldown, sodass er da nicht hochkommt. Ist Platz schon fertig auf dem Lycan, also das heißt, sie könnten noch bald Roshan machen. Ja. Gehen wir jetzt schön auf den Bottom Tower. Versuchen wir als Base zu createn, irgendwie die T1 Tower wegzubekommen und dann zu Roshan zu machen. Erstmal bei Smoke in den Jungle. Finden hier Koro, aber nicht ganz. Wissen, dass er unten ist. Kommt jetzt nicht nach unten. Oh, der Call. Blinder Call. Schön gemacht und Dank. Nummer 3. Oder auch nicht. War doch kein Dank, glaube ich, oder? Ja, doch, war ein Dank. Ja, ja, war ein Dank, auf jeden Fall. Ja, die Animation kam nicht raus bei mir. Nee, hat zu steckt. Auch nicht, aber man hat es an dem Buff gesehen. Stimmt, am Buff. Ich habe einen Fight Recap geguckt. Ja, Universe hat oben keinen Mana. Deshalb kann Zyda ein bisschen aggressiver spielen. Ohne Call. Aber Bottomlane S4 gegen Aoi. Das Match und die Wölfe sind noch da und Tinker tippt auf die Wölfe und holt sich einen easy Kill auf Puck hier. Gute Dinge, die hier rauskommen. Schöne Fissure, aber leider hat er keinen Blinkdagger, um halt irgendwie reinzuspringen. Aber es wäre auch so sein Ende. Habe ich so das Gefühl, Supports von Secret wenig machen können. Mhm. Im Gegensatz zu den Supports von EG. Ja, obwohl es eigentlich Earthshake und Vanish sind. Die sind halt super aktive Roaming-Supports, die viel Impact haben, aber in dem Fall hier. Hier seht wirklich nichts hin. Papi klaut sich hier noch den Last Hit auf die Creeps, aber. Weiß nicht, Bloodmother kommt einigermaßen klar, aber Universe kann halt auch einfach dort farmen und farmt sich halt reich an den Dingern. Ja. Das ist halt so das Ding. Und der bleibt halt ist hier auf seinem Vanguard fertig. Wird dann schwierig noch. Also noch wird noch schwieriger, ihn irgendwie zu bekommen. Und Bloodmother hat sich halt jetzt oben eingespielt, kann halt den Wald farmen, okay. Eine Midas. Ja. Ja. Bloodmother Midas ist halt auch irgendwie so Core. Versucht immerhin. Bewegen. Ja. Diese Spinnen sind irgendwie ein bisschen komisch. Bitte ist der Tower gefallen. Ja, Secret haben ihn gepusht. Finden jetzt unten eventuell 4 TP da aber raus. Aber, ja, nichts zu machen. Hier kommt tatsächlich ein TP rein von Tinker. Oh, schön abgebrochen. Ja. Das hätte nicht so gut ausgehen können für Tinker. Mit S4, der da wäre. Ja, der Tower wird irgendwann fallen. Aber mal schauen. Auf jeden Fall, Brutmother braucht sehr lange dafür. Verbraucht aber dafür recht viel Space, sodass sie halt auch den Dschungel nicht wirklich nutzen können. Und halt auch gescoutet sind immer. Und PPD battelt sich da mit einer Spinne und verliert den Kampf quasi. Aber er kriegt 13 Gold daraus. Immerhin. Tja, die Frage ist halt auch, wann der erste Roshan kommt. Sie können es nicht machen, weil wenn sie es machen, verlieren sie oben Tier 2 Tower. Selbst mit Glyph. Ja, ich weiß nicht, wenn Universe eventuell kommt. Aber findet jetzt einen Call of Arteezy. Das könnte böse enden. Das bounced ganz gut. Böse, da kommt tatsächlich auch der Death Ward und nochmal der Chopper Chop. 4 Chops. Bisher 100% Win. 100% Rate hier von Chops. Überzeugende Performance. Hat den Vanguard und Voidstone. Geht er auf Oils? Nee, was ist mit Voidstone in der Build hier auf dem Axe?
Jules wären, denke ich mal. Okay. Jules Olds. Okay. Echt auf Eggs auch? Aber gut, wenn sie ja, klar, jetzt auch anfängen. Wenn du hoch, stellst du dich runter kurz. Boom. Naja, gut. Als Easy Engage, klar. Jetzt kommt Rorschach. Oh, Spiel. Ja, schöne Dream Coil. Aber erst vor wird er oben gefunden. Aber wenn er sich nicht hier zeigt, dann haben sie keine Vision da drauf. Und er kriegt tatsächlich noch das Orb raus. Aber kommt nicht raus. Und erste Call raus. Puppy wird auch noch gecallt werden. Ja, kein Mana mehr. Ah, kein Mana mehr, okay. Aber Laser. Ja, sie könnten einfach noch warten, ne? 120 Mana ist vielleicht ein bisschen viel zu warten. Ja, wird sterben. Aber. Geht die down. Ja, und 4 macht weiter mit Roshan. Und dafür. Ja, 4 macht weiter mit Roshan. Oben Tower geht natürlich down, aber trotzdem. Ah, da kommt Universe. Da kommt Universe und ist genau der eine. Das war knapp, aber sie haben es geschafft. Ja. Aber der Tower wird down gehen. Geht den Tower down, Broodmother holt ihn sich den Kill. Trotzdem. Broodmother geht hier auf Necro. Hat hier schon Necro 2. Mhm. Ja, ist klar, ein guter. Halt noch ein guter Bild auf Broodmother. Auch gegen die Wölfe ist das gut. Ja, die Vision hat auch einfach. Das Ding ist halt, der Fighter Frosch lief irgendwie anders. Die Initiation war halt so gut, aber halt direkt S4 rausgenommen. Trotzdem halt zwei Supports für zwei Supports plus S4 getradet. Was halt da nicht so gut war. Tja. Super, aber ich glaube, das lag daran, weil Atizi vorher tot war, ne? Ja, das kann natürlich auch sein. Klar, Atizi war natürlich nicht da. Es war, glaube ich, aber ein 3-3 Trade. Also ein 3-3 Fight. Sie haben es trotzdem 3-2 gewonnen. Ja. Hm. Tja, Atizi geht auf Manta First. Um aus dem Silence wahrscheinlich rauszukommen für. Das Gute ist halt, was Team Secret hier macht, sie pushen früher als EG und EG muss halt irgendwann pushen, weil sie haben nicht das Mega-Late-Game, wie Team das hat. Und wenn sie es halt nicht machen, nicht rechtzeitig, dann ist halt Atizi irgendwann so dick, dass sie den dann nicht mehr dauern kriegen und dann können sie auch nicht in die Base reinpushen. Oh. Das ist halt, oh, jetzt PPT. Ja, PPD wurde gefunden. Ich hatte ihn mir gedacht, S4 war halt schön unten in den Woods. Wollte er juken und ein Wolf war halt da. Doch, schön. Oh, die Nye, S4. Dem Place und auf die Coil, schön Stunner hinterher. Die Frage ist, reicht es gegen 4? Weil Tinker ist da. Und Tinker tötet Leute. Holy crap. Universe geht natürlich down. Bisher schon ganz gut eigentlich. Aber es ist halt wieder Atizi, der down gegangen ist. Immerhin für Universe haben sie noch was rausbekommen. Auf der Top Lane tatsächlich. Wird mal weiterhin gesolot. Aber ansonsten, ja. Verlieren Atizi und die Venture Spirit und Puppy. Und das für nichts. Bei so einer schönen Engage. Immerhin den Nike kriegen sie. Aber das lief ziemlich gut für EG. Die Fights können sie da besser holen. Aber sie haben den Tower nicht bekommen. Der wurde denied tatsächlich von S4. Genau, das war ein gutes Play. Das Problem war halt dann, er war dann halt quasi out of position. Und Tinker kam rein und er hat ihn gesolot. Tinker S4 hat überlebt. S4 hat überlebt? Ach ja, stimmt. S4 hat überlebt, aber irgendwie Medusa war halt dann auch da drin. Medusa ist halt gestorben, ziemlich schnell. Mhm. War halt sehr schnell. Das wird. Keine Ahnung, ich weiß nicht. So lange kann es nicht mehr dauern. Manta-Style ist fast fertig, das heißt, damit kann man dann den Laser dodgen. Oder den Silence vom Skywolf Mage. Also ich glaube eher auf den Silence, der Laser ist halt fast instant. Das hat die Totmörder nicht getroffen. Oh, ja, einige. Kannst du tatsächlich gejuked. Aber die ganzen Spinnen sind da und die werden jetzt alle gedauert. Fallen jetzt alle. Ja. Tatsächlich muss er gar nicht callen. Also er greift ihn noch so an. Hm. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aui, ist halt das einfache Ziel. Kuroki stirbt. Unten. Und Puppy. Bald. Oh. Die Rockets. Ja, bricht das TP ab. Hat auch keine Mana mehr tatsächlich. Aber das aber sind halt das, Wölfe und Neko-Units. Ja, er kommt da nicht durch. Ist alles so ein bisschen schwieriger, ja. Ah, okay, ja. Kann in den Laser Dispel dodgen. Ja, Dispel. Soul Booster. Bloodstone eigentlich auch, ja. Bloodstone fertig auf Tinker. 404. Tja, sein Skill ist definitiv gefunden und nicht not found. Oh, jetzt.
Ja, da wird sei gefunden. Instant down. Und hat auch den Job rausbekommen. Ganz knapp. Aber das Wichtigste auf dem X hat er geschafft. Rechtzeitig zu choppen. 7 zu 13. Es sieht nicht so aus, als ob Secrets ins Late Game kommt. Andererseits 7 zu 13 nur. Die Grafen ist immer noch even. Einfach weil sie ja doch Tau bekommen haben durch die Brutmother. Ja. Immerhin, Medusa hat das Manta. Und, na, ist halt nicht fett, aber sie farmt. Wie sieht es sonst mit... Vom Netwurf aus, vom Netwurf her, ihr seht, ist Medusa jetzt auf jeden Fall schon über X. Ja, holt halt auch schnell auf. Ja, und holt jetzt super auf, ne? Das ist sehr interessant, dass Sai halt einfach mal Top-Networth ist mit der Broodmother. Oder Top-Networth war jetzt anscheinend. Aber klar, ist doch der Einzige, der mit Midas läuft. Er hat auch die meisten Last jetzt, ne? Mhm. Bottom wird zu Mel gefunden. Habt ihr den bekommen? Ne, hat noch volle Mana. Da kommt es, der Silence ist draußen, der Stun ist draußen, schön, Dreamcoil ist auch da. Und jetzt muss man nur Pack gucken. Oh, schön der Swap aus der raus. Aber wir kriegen trotzdem noch den Deny. Hat aber zwei Charges verloren. Ja, immerhin die Charges down, aber der Swap war schön. Also Gegenzug ist natürlich jetzt. Der T1 ist oder so gefallen. Oben am Pushen. Das Problem ist halt, wenn du den Tinker so solo bekommen willst, wenn der so dick ist, dann brauchst du so viele Spells und dann hast du sie später nicht mehr für den Fight ready. Ja. Das Fight oben wird aber jetzt anscheinend passieren. Da kommt Universe und. Pack. Ja, keine Chance da rauszukommen. Der Job. Ja. Und S4 ist nicht da, das ist der Einzige, der so wirklich die pushen kann. Hm. Ansonsten natürlich Artisi. Reicht nicht, die Fischer kann kurz aufhalten, aber nicht ewig. Artisi. Artisi, ja, Papi wird jetzt so gesolot von zum Mail. Sein Papi kann das ganz gut hier. Ja, kann er es dodgen? Oh, er juke. Oh mein Gott! Juking King, aber ich glaube, Sumail wird das einfach mit den Marches durchspammen. Ja, hat er keine Chance. Dann auch mal Stick Charges. Mal benutzen? Ja, da wird sie benutzen. Und es reicht es? Die Orne. Ah, nicht ganz. Schön gemacht, aber auch genau dahin geblinkt, wo er war, ne? Tja, konnte er nicht juken. Und konnte halt auch nicht rausgehen und seine Position verändern. War halt, Und Wave of Terror hätte ihn auch herausgezogen. Juking Skills, aber nicht genug. Aber schön die Rocket auf jeden Fall gejuked. Ja. Ja, Tizi, gleich seinen Swap ersten bekommt aber auch keine Ultimate Orb. Im Moment. Universe mit dem Gem. Das wird die Vision auf jeden Fall jetzt noch weiter eintreiben und dann ist es halt die Sache, wie sie da auch reinfighten wollen. Tinker steht da und prinzipiell wissen Secret nicht, wie viele neben dem Tinker stehen. Push kommt rein. Drei versucht dann oben Druck zu machen. Ja, aber oben ist ja doch nichts mehr, ne? Müsste jetzt halt auf eine andere Lane gehen. Und Tinker ist halt wieder da und jetzt kommt direkt der nächste Call. Schöner Swap raus, aber das hilft halt auch. Ah, es hilft tatsächlich was. Ah, aber er geht tatsächlich doch noch down. Kriegt es nicht hin. Die Fischer ist halt wunderbar von Kuro. Aber es hilft halt nicht und zum Mail. Ach, kriegt den Laser nicht raus. Und somit überlebt es hier noch gerade so. 320. Ja, hatte tatsächlich 330 Leben gehabt. Von daher hätte sogar überlebt gehabt, aber. Hm. Tja, ist EG zu stoppen? Das ist die Frage. Also, der Push-Train geht jetzt langsam los bei EG. Roshan ist auch bald wieder da. Ich denke mal, nach dem Roshan werden sie versuchen, Highground zu gehen. Vielleicht vorher noch die Mitte holen. Ja, die Frage ist, ob sie Highground gehen können gegen das Lineup. Also und mit Fischer ja, und mit Artisi halt Split-Push. Das kommt halt jetzt darauf an, wie viel hält Artisi aus. Ich meine, der hat 4000 Gold. Ja, jetzt gleich ist halt auf dem Weg zum Skadi. Vielleicht wird das ein Skadi. Ja, gehe ich mal stark von aus. BKB, okay. BKB komplett gerecht. BKB, ja. Ja gut, gegen Tinker, gegen Witch, ja gut, gegen Witch Doctor geht so, aber ja, halt auch gegen den Sky. Er will halt stehen und schießen. Und dann ist es doof, wenn er halt direkt die Mystic Flare auf den Kopf bekommt. Die jetzt schon einiges an Damage macht.
Hyperstone of Lycan Führers werden. Ja, AC ist auch so langsam dann dran. Und Roshan ist wieder da und jetzt ist die Sache. Oh, und sie holen Zeit diesmal vorher. Sei ist da low. Kann er noch die PN? Chopper Chop. Und down ist er. Er stirbt und auf hier ist allein in Roshan drin. Ja, oh, aber nichts. Er ist vor. Kann auch nichts alleine gegen 4 machen. Zu viele Nekros da. Tja, und 4 einfach Roshan. AC fertig. Roshan, in der Zeit konnte Secret nicht pushen mit 2. Ja, das wird T1, T2 und dann wird Heigl unten vorbereitet. Und apropos Papi. Papi wird sterben. Ja, Fischer. Aber die Fischer, die rettet ihn da. Ja, starke aber Fischer. Sie kommt jetzt nicht noch vorbei, sehr viel Movement Speed. Keine Wölfe mehr da. Ja. Aber diese gehasteten 650 Movement Speed hat auf den Negros. Na, Kuran versucht diese hier abzufarmen, aber zu spät. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass die Wölfe den gleichen, also dass die Negros den gleichen Movement Speed hat wie Lycan, sodass wenn er halt morpht, dass er dann die Negros halt auch so schnell sind. Haben sie, ja. Ja, die hatten 650 Movement Speed. Das, ja, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Wenn da nicht irgendwas von Lycan noch selbst im Movement Speed drin ist. Und da das der 650 halt genau der Shapeshift Movement Speed ist, gehe ich mal davon aus, dass sie denselben Movement Speed haben wie Lycan plus die Aura. Aber die Aura geht halt nicht über 522, dementsprechend 650. Oder so. Wenn es anders ist, der Chat wird korrigieren. Tja, Secret zurück. Hüppala. Nicht den Kaffee umschütten. In Sachen Networth 7500 für EG. XP noch viel weiter, 12k hinten. Ja, aber es sieht sehr, sehr schwer aus. Also EG ja, müsste sie halt hier zeigen. Richtig, richtig viel Power hinter ihrem Push und Split pushen halt, wie es böse. Das ist ja immer noch die Gefahr, dass wenn man den Push durch Tinker und Lycan aufhält, no, dann immer noch Switch. ATZ, no. Oh, der Call trifft nicht, aber... Sollen wir jetzt nicht noch raus? Warum war der nicht erst Cyclone? Ja. Call... Ja, das heißt... Oh, der... Herr Gaze ist halt jetzt draußen. So ist draußen, werden. Papi bezahlt dafür mit seinem Leben, aber ATZ ist halt immer noch drin. Macht BKB an, versucht zu Damage zu machen, aber da kommt der Job. Da ist er schon down, Death Ward auch benutzt. Keine Chance. Dann noch Cyclone noch sterben, der ist dann... Oh, da kommt tatsächlich der Core noch raus. Ein langes TP, ich weiß nicht, wohin TP ist. Leute down. Ja, ist vor der einzige Überlebende. Das könnte hier sogar schon frühes CG geben. Einfach weil sie halt das Push-Line-Up haben. Wie sieht es mit Buyback aus? Medusa hat Buyback, ansonsten nichts. Atizi kommt rein. Zu zweit. Ja, das ist halt der einzige, der Buyback hat. Ja, und Pakat hat nichts, ne? Ist halt auch so ein Ding. Oh, können sie Cyclone. Nicht. Oh, der Cyclone, seriously. Deep Plays von Universe. Deep Plays von Universe. Papi ist jetzt da, aber was soll Papi tun? Kuroki. Gesilenced mit dem March, kann er nicht rausblinken. Wird auch noch sterben, wenn er nicht einen Last Hit macht. Ja. Papi kriegt kein Last Hit. Oh, die Missile. Aber zu spät. Zu früh, sagen wir es mal so. Gem on the deck. Aber ja, gut, zu Mail. Also. Keine Items dafür. Eigentlich keine Chance mehr für Secret hier noch was zu machen. Das Game sollte over sein. Aber erstmal zurückziehen, sicher spielen. Müssen nicht extenden, können jetzt auch einfach reinlaufen. Mit dem BKB auf Lycan haben sie halt wirklich gar keine Möglichkeit, den mehr aufzuhalten, außer den Stone Gaze. Er ist BKB natürlich da, aber sie haben keinen Damage. Und der hat immer noch Aegis, also. Ja, und zwar noch für eine Minute. 2 Minuten. Nee, 1 Minute. 1 Minute? Ja, ist genervt worden. Nur 5 Minuten. Und Degenzeit geht los. Klar, nächstes Item für Tinker auf jeden Fall. Degen, E-Blade, aber ich glaube... Ja, das macht es nicht einfacher für Kuro und Papi. Oh ja. Die haben jetzt einen Gambit geholt. Wie viele Lanes hat jetzt gerade Smell gefarmt mit dem Ding? 3? 3 Waves oder so? Aber ja. Der Tinker ist rolling. Und der Tinker ist jetzt...
Auch schön von Sumail zu sehen, die Details, dass er halt die Items halt auch ablegt, um halt schneller zu Regeneration. Ja, aber halt, dass er sie in Stash packt. Genau, nach der einen Bound 7 Aktion mit Bounty Hunter, glaube ich, haben die ganzen Tinker-Player halt gelernt, sie in Stash zurückzuwerfen, anstatt abzulegen. Falls du weißt, was ich mit der Bounty Aktion meine. Ja, dass man es halt kaputt macht, ne? Ja, ja, diese eine Aktion. Bound 7. Aber Sumail wird jetzt gefunden. Die Frage ist, ob sie ihn down bekommen können. Ja, okay, ja, nevermind. Ja, kriegen sie ihn sehr schnell down. Oh, Wicked Six Streak geht dann sei. Aber ja. Sumail in 35 Sekunden wieder da. On call. Wo war der Call? Daneben anscheinend, okay. Und an die Spinnen war der. Ah, an die Spinnen, okay. Er ist vor, jumped rum und scheint da wegzukommen. Spätestens mit dieser Fischer. Ist ja kein Wegkommen. Sei es immer noch hier. Aber den werden sie auch schlecht bekommen. Spinnen sollten vielleicht weggehen. Okay, nevermind. Vor wieder auf die Spinnen. Ja. Haben auch die Nötigkeit, können jetzt schön auf Tinker warten. Und ich glaube, sie werden ja auch jetzt einfach einen Deathball runter machen. Die haben halt eigentlich keine Chance, wie sie verlieren können. Es sei denn, sie laufen halt wirklich zu fünft mit den Wölfen, mit den Neko wirklich rum. In einem Pulk. Und Kuro trifft den Echo Slam seines Lebens. Oder? Den Echo Slam seines Lebens oder stunt alle so lange und dann werden sie von Medusa gestunt. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber wenn halt sie alle so zusammenstehen, dass der Echo Slam alle trifft, dann können sie das Game hier noch abgeben. Ansonsten sieht das eher schlecht aus für Team Secret in Game 1. Aber Best of 3. Da ist noch was nötig. Das Pushing Lineup von EG scheint funktioniert zu haben. Ja, schon. Aber andererseits, mit einer Medusa ist es eigentlich ja, nicht so nie vorbei. Die eine Lanes of Rex. Genau, das ist halt wichtig. Ne? Wenn. Und Sumail, wurde beinahe gefunden und jukt hier rum. Kriegt den Pack Solo, kriegt noch den Kuro. Und es wurde Papier noch gefunden mit dem Call. Zack, zack, zack. Ja. Das wird schwierig. Wie sieht's mit Buyback aus? Es ist halt. Keine. Das ist halt schwierig. Also wir müssen jetzt reingehen, EG. Wir haben jetzt die Chance dazu, die beste Chance. Ja. Denn jetzt ist die einzige Chance. Aber wenn sie es nicht machen, dann dauert es halt immer länger. Und Atigi ist mittlerweile richtig dick geworden. Trotz, dass er am Anfang keinen Farm bekommen hat. Ja, so langsam ist es soweit. Aber. Ja, ich sehe halt auch noch den Echo Slam. Als einzige Chance hier. Und der ist halt gerade nicht online. 5 Sekunden noch. Trotzdem kommen sie anscheinend nicht ganz rein, aber auf der Bottomlane. 4 ist derjenige, der hier. Lane, ja. Sie pushen halt jetzt alles ein. Ja, klar. Stargaze kommt raus. Tinker. Ah, kommt nicht ganz rein. Das Neko wird eingefroren. EG. Oh, Tinker ist doch reingekommen. Hat sie immer direkt weggeblinkt. Ja, direkt Puppy down. Hi. S4 ist drin. Aber ja, ja und jetzt schöner Split-Push jetzt hier. Bottom Rex down. Sich oben Top Lane. Aber da kommt ein schöner Echo Slam, kriegt immerhin 2. Ja, aber. Support sterben, aber dafür verliert ja. Und jetzt ist halt der Rest noch übrig. Call kommt rein, wunderschön Call. Auf jeden Fall. Jetzt kommen die Dunks. Jetzt kommt der erste Dunk. Ja, jetzt kommt der zweite Dunk. Und Chopper Chop Top, Atizi. Oh, und X geht hier mit Packdown. Oh, der letzte Hit. Ja, Secret. S4 kriegt hier den Kill. Holt sich den Gem und läuft wahrscheinlich weg und call GG. 16 Leben, ist mit 8 Leben überlebt. Schöne Aktion. Papi, schöner Swap. 4 ist drin. Atizi macht den Damage, aber es reicht nicht. Oh, fast den Call gedodged, aber nein. Nichts möglich. Chopper, chop, chop. Chopper, chop, chop. Und Team Vibe und GG von Papi. 36 Minuten. Gut durchgespielt von EG. Secret hatten eine minimale Chance, aber nur wenn EG das gethrowt hätten und das haben sie nicht und deshalb haben sie quasi im Draft auch hier schon sehr stark gewonnen. Die Medusa kam, glaube ich, zu früh einfach. Ja, das kann sein. Aber ich verstehe auch die Broodmother nicht. Also war am Anfang gut gegen gespielt, Eggs, ja. So ein bisschen Druck gemacht oben auf der Lane und auch den Tower geholt und so, aber dann war es eigentlich. Ja, die war halt Top Farmer, aber ich weiß nicht. So ein Phoenix oder so würde das halt auch schaffen. Er hat dann auch nicht mehr gut gespielt, muss ich sagen. Er ist dann halt hingerannt, dann kam der Call, dann ist er zweimal hingerannt, obwohl der Call kam, also da muss man nicht reinrennen. Man muss nicht zum Ex rennen, wenn er schon 2 gecallt hat. Hm. Ja, das waren irgendwie komische Dinge, zumindest mit den Spinnen dabei. Weiß auch nicht. Naja.
14 zu 2, Sumail, Tinker, Tonka und halt auch Universe mit 12 zu 3. Ja. Gute MVPs, schöne Plays. Kuro konnte hier mit seinem Earthshaker leider auch nichts dagegen werfen. Nun gut, EG gewinnt Game 1, aber noch nicht vorbei. Secret hat noch die Möglichkeit, hier zurückzukommen. Game 2 in der Dota 2 Asian Championship Lower Bracket Finals folgt gleich. Ciao, ciao.